Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Nun, am Ende dieses wunderbaren Jahres 2015, möchte ich von den rein theoretischen Konstrukten einmal weggehen und eher praxisnah etwas wirklich Interessantes, was nicht rein in der Geisteswissenschaft liegt, sondern auch wirklich mit der physischen Natur zu tun hat, euch darstellen. Ich habe mir für das Weihnachten 2015 vorgenommen, ich erkläre euch einmal kurz, wie Geysire und Vulkane funktionieren. Ich bedanke mich in dem Zug direkt schon mal beim Yellowstone Nationalpark, dass sie mir einige Bilder zur Verfügung gestellt haben. Mit denen kann ich, denke ich, ganz gut meine Präsentation aufbessern und euch auch mal einen Eindruck geben, wie das in der wirklichen Realität aussieht, statt nur mit meinen kleinen Zeichnungen, die ich immer mache. Ja, um die Sache zu beginnen, diesmal kein Inhaltsverzeichnis, da es sehr kurz und nicht allzu fachlich werden soll. Allerdings dafür von Melody Sheep ein kleines Video, was ich euch hier zur Einführung zeigen möchte, ehe ich dann sozusagen den zweiten Teil übernehme und wirklich genau auf dieses Thema eingehe. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir hören uns gleich wieder. Is a very human form of knowledge. We are always at the brink of the node. Science is a collaborative enterprise spanning the generations. We remember those who prepared the way, seeing through them also. If you're scientifically literate, the world looks very different to you, and that understanding empowers you. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. Scientists love mysteries. They love not knowing. I don't feel frightened by not knowing things. I think it's much more interesting. There's a larger universal reality of which we are all a part. The further we probe into the universe, the more remarkable are the discoveries we make. The quest for the truth in and of itself is a story that's filled with insights. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. From our lonely point in the cosmos, we have, through the power of thought, been able to peer back to a brief moment after the beginning of the universe. I think that science changes the way your mind works, to think a little more deeply about things. Science replaces private prejudice with publicly verifiable evidence. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. Ja, ich denke, das Video war eine gute Einleitung in den Bereich der Naturwissenschaft, hat zwar nicht direkt mit Geysiren und Vulkanen etwas zu tun, aber immerhin habe ich mir gedacht, dieses Video lockert die Sache relativ schön auf und zeigt erstmal eigentlich den Wert der Wissenschaft oder auch allgemein sogar der Naturwissenschaft. Und wie versprochen fange ich jetzt mit meinem Teil der Präsentation an, und zwar mit den Geysiren. Erst einmal, wo kommt der Name Geysir überhaupt her? Nun ja, der kommt aus dem Isländischen, von dem Wort Geisha, und bedeutet so viel wie in heftige Bewegung bringen.
Und genau das tut dein Geysir eigentlich auch mit Wasser, wie wir gleich sehen werden. Unter einem Geysir versteht man eine heiße Quelle, welche ihr Wasser ab und an in Form von Fontänen versprüht, um es mal ganz allgemein zu halten. Wichtig dabei ist, dass sie nur in vulkanisch aktiven Gegenden vorkommen. Das Herkunftswort Geyser ist auch sehr sinnvoll, dass es aus dem Isländischen kommt, denn wenn man drüber nachdenkt, Island ist ein vulkanisch aktives Gebiet und daher kommen dort auch sehr viele Geysire vor. Und auch beim Yellowstone Nationalpark kommen diese vor, daher habe ich wunderbar die Chance gehabt, diese Bilder zu nutzen. Gut, kommen wir zur Funktionsweise, die ich euch einmal hier darstellen möchte. Ich habe hier eine kleine Abbildung gemalt und wie ihr seht, zeigt sie diese einen Geysir, allerdings im Ausgangszustand, wo noch nicht viel los ist. Unten haben wir Magma, darüber ein leeres Reservoir, das sich mitten irgendwie in der Erde befindet. Wichtig dabei ist aber, es hat eine schmale, röhrenartige Öffnung zur Oberfläche, die eine Verengung hat. Das könnt ihr hier in dem Bild ganz gut sehen. Das sind eigentlich die Voraussetzungen, nehmen wir erstmal die drei Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Geysir funktioniert. Wir brauchen eine thermale Wärmequelle, ein Reservoir und eine Röhre mit einer Verengung. Das ist im Prinzip der Aufbau. Nun, wie geht's weiter? Durch Niederschlag und Sickerwasser füllt sich das Reservoir langsam auf und durch die Magma darunter erhitzt sich dieses Wasser. Da die Wassersäule natürlich durch den Regenfall angestiegen ist, herrscht in der Karma ein erhöhter Wasserdruck und dank der Anomalie des Wassers steigt die Siedetemperatur des Wassers an, sodass es nun nicht bei 100 Grad zu sieden beginnt, wie das für reines Wasser in der Regel der Fall wäre, sondern deutlich darüber, weil halt bereits Druck auf dem System lastet, das die Siedetemperatur erhöht. Nun, es wärmt sich weiter auf, durch die Hitze entstehen dann immer mehr Gasblasen, und zwar so lange, bis die Wassersäule in der Verengung durch die Gasblasen getrennt wird. Dadurch ist die Wassersäule spontan niedriger, was ja klar ist, weil alles, was oberhalb der Gasblasen ist, drückt ja nicht mehr auf das Reservoir. Das ist auch der Grund, warum der Wasserdruck auf dieses niedriger ist. Und infolgedessen sinkt die Siedetemperatur des Wassers spontan, sodass das Wasser nun überhitzt ist. Ich habe ja mal als Beispiel gewählt, durch die Erhöhung des Drucks war nun die Siedetemperatur auf 150 Grad angestiegen, statt der normalen 100. Und jetzt verlieren wir ein Stück der Wassersäule und die Siedetemperatur sinkt spontan unter die 150 Grad, zum Beispiel auf 130 Grad Celsius. Das heißt, das Wasser im flüssigen Zustand hat jetzt spontan eigentlich eine Temperatur, wo es gasförmig wird. PC musst du gerade jetzt hängen, das ist nicht sehr schön. Eins, zwei, drei. Nun, es kommt, wie es kommen muss. Ein Großteil des Wassers wandelt sich sofort in Wasserdampf um. Und da Wasserdampf mehr Volumen als Wasser in flüssiger Form hat, breitet sich dieses extrem schnell aus und es kommt zur explosionsartigen Eruption. Ja, und das verstehen wir im Prinzip unter einem Geysir. So funktioniert er. Ihr werdet sehen, beim zweiten Thema Vulkane gibt es da einige Parallelen. Erst einmal, woher kommt das Wort Vulkan? Nun ja, es leitet sich vom italienischen Namen der Insel Vulcano ab und in der römischen Mythologie galt dieser als die Schmiede des Feuergottes Vulcanus. Und allgemein versteht man unter einem Vulkan eine geologische Struktur, welche durch an die Oberfläche tretendes Magma bzw. Lava auf der Oberfläche entsteht. Ich habe hier wieder eine kleine Abbildung euch gemalt. Sie zeigt wieder mal eine Lavakammer, die geschmolzenes Gestein, also Lava, enthält, welches durch die Hitze nahe des Erdkerns und durch Druck entstand. Darüber sehen wir eine Erdschicht und einen kleinen Hügel, wo ein bisschen Gras wächst. Okay, was passiert? Durch tektonische Bewegungen, also durch Verschiebung der Erdplatten oder allgemein der Erdschichten, kann es dazu kommen, dass der Raum der Lavakammer verdrängt wird. Dadurch nimmt natürlich der Druck zu, weshalb noch mehr Gestein verflüssigt werden kann, da mit höherem Druck die Schmelztemperatur sinkt. Das heißt, umso mehr Druck auf Gestein lastet, desto eher nimmt es die flüssige Form, oder in dem Fall sogar die plasmatische Form, Lava an. Nun ja, durch den Druckanstieg und der zähflüssigen Form des Gesteins wird mehr Raum benötigt, dieser ist aber ja durch die Verengung
nur noch spärlich vorhanden. Dadurch entstehen Risse. Nun, die Platzverdrängung schreitet weiter vor und damit auch der Druck wird immer größer und es wird immer mehr neuer Raum benötigt. Und da die Gesteins- und Erdschichten an der Oberfläche weicher sind und ihre Dichte, die Dichte der Lava niedriger ist als des festen Gesteins, wird diese Richtung Oberfläche gedrückt. Es kommt, wie es kommen muss, da durch diesen immer weiter ansteigenden Druck, der sich Richtung Erdoberfläche ausbreitet, nehmen die Risse mehr zu und die Lava schafft sich Hohlräume Richtung Oberfläche, wobei dabei die verdrängten Gesteins- und Erdschichten an die Oberfläche geschoben werden. Der Endeffekt ist, die Risse erreichen früher oder später die Oberfläche und dann entlädt sich die unter Druck stehende Magmakammer in Form eines Vulkanausbruchs, wobei natürlich viel Gestein, das Magma, das in dem Fall dann Lava ist, selbst und natürlich auch heißer Rauch ausgestoßen werden. Das ist die grobe Funktionsweise von einem Vulkan. Ja, damit bin ich mit diesen beiden Themen eigentlich wunderbar durch. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ich hatte sehr viel Spaß, das zu euch zu erstellen. Das seht ihr vielleicht auch daran, dass die Animation mir Spaß gemacht hat. Und zuvorletzt könnte man sagen, möchte ich mich noch einmal bei Melody Sheep für das wundervolle Musikvideo bedanken. Und nochmal an den Yellowstone Nationalpark einen vielen lieben Dank. Ich fand es toll, dass ihr mir die Bilder wirklich so frei zur Verfügung gestellt habt. Ihr seht, ich habe sie gut verwendet. Und zuletzt, das war wie gesagt vorerst zuvorletzt, wünsche ich euch allen ein wunderschönes, frohes neues Jahr, ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Habt viel Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich werde es bleiben. Und ich gehe jetzt in Urlaub. Tschüss.